Hallo, ich bin Christopher. Ich zeige euch heute, wie man eine Kette fachgerecht ölt. Ganz wichtig, kontrolliert eure Kette. Ihr seht, wenn sie verschmutzt ist, müsst ihr sie vorher reinigen. Durch was kommen Verschmutzungen? Situationsbedingt. Man fährt im Gelände, man fährt auf der Straße. Natürlich, wenn man auf der Straße fährt, muss man die Kette weniger oft ölen, als wie wenn man im Gelände fährt. Genauso auch säubern. Jetzt reinigen wir die Kette. Dazu nehmt ihr handelsüblichen Bremsenreiniger, damit die Kette, die ganzen Schmutzpartikel von der Kette runtergeht. Sprüht einfach ein, haltet fest und dann dreht ihr das Rad durch. Ihr merkt schon, wenn die Kette dann wieder fest wird, sprüht ihr ein bisschen nach. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu viel in die Zwischenräume reinsprüht. Ganz wichtig. Sie sind wie kleine Lager und wenn die fest werden, dann springt euch die Kette auch raus. Was euch bestimmt wundert, wenn ihr die Kette durchdreht und sie ist danach wieder schmutzig, achtet auf die zwei Zahnrädchen hinten am Schaltwerk. Wenn ihr die anschaut, sind leichte Schmutzpartikel drauf. Diese unbedingt auch reinigen. Sehr wichtig. Ihr könnt die Kette dadurch entlasten, dann könnt ihr sie durchdrehen und mit einem kleinen Schraubenzieher den Schmutz einfach runterstreifen. Durch Sprühen mit dem Bremsenreiniger passiert es häufig, dass ein kleiner Fettfilm von der Kassette auf die Bremsscheibe überspringt. Schaut drauf, dass ihr hinten irgendwas einlegt, falls ihr die Kassette reinigt. So, nun zum Kettenölen. Bitte verwendet ausschließlich Kettenöl. Keine Speiseöle oder Fette oder sonstiges. Wirklich ausschließlich Kettenöl. Der Vorteil von Kettenöl ist, es rinnt nicht zu sehr durch die Kette durch, es haftet an der Kette und hinterlässt einen kleinen Schmierfilm. Ganz wichtig, von innen ölen, damit es erstens durch die Kette durchrinnt, das zweite, damit auch die Ritzel geschmiert werden und das dritte, der wichtigste Punkt ist, dass die Verbindungsglieder in der Kette, ich werde es euch detailliert nachher zeigen, auch geschmiert werden. Deswegen von innen. Wenn ihr das Ganze von draußen macht, ist das Problem, ihr kurbelt und dann spritzt das ganze Öl wieder runter. Bei Fett, wenn ihr Fett verwendet und einmal in Schotterpisten reinfährt, haften die ganzen Steine an der Kette und eure Kette wird so schnell wieder verschmutzt, dass sie eventuell rausspringt oder auch Kettenrisse verursachen kann und das wollen wir natürlich vermeiden. Hier habe ich ein Kettenbauteil. Ich habe es extra zerlegt, um euch zu zeigen, wo das Öl genau hin soll beim Kettenölen. Wir haben ein Kettenglied, es ist ein Doppelglied, es ist aufgebaut und hier zwischendrin sitzt eine kleine Lagerrolle, diese hier. Diese sollte unbedingt geschmiert werden, um zu vermeiden, dass die Kette stecken bleibt. Dieser kleine Stift hält die Kette zusammen. Er wird hier durchgeschoben und sollte auch geölt werden. Wenn das Video euch geholfen hat beim Kettenölen, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.